Hallo und herzlich willkommen hier im Ostblock. Kleines Status-Update zu meinem GT jetzt zum Jahresende. Ich will euch mal einen kleinen Überblick geben, was ich so bisher gemacht habe, was noch anliegt. Ist ja doch wieder ein bisschen mehr geworden, als man eigentlich sich so am Anfang gedacht hat. Nur mit Waschen und Überpolieren. Ah, war es dann wohl doch nicht so ganz. Naja, gut. Wenn man ehrlich ist, wenn der 17 Jahre da irgendwo im Freien gestanden hat, kann man wohl auch nichts anderes erwarten. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Naja gut, er läuft. Ich habe schon so einiges gemacht, das wisst ihr ja. Konntet ihr ja verfolgen. Und es geht weiter. Ich führe euch mal ein bisschen rum und dann gucken wir mal zusammen. Viel Spaß dabei. Ja, auch wenn es hier sieht es ja eigentlich schon ganz brauchbar aus. Aber wenn man da mal so unter die Motorhaube guckt, nee. Wieder dieses schwarze Zeug überall. Ich will das nicht. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Wahrscheinlich neue Motorhaube. Ja, hier gab es ein paar neue Kühlerschläuche. Lichtmaschine habe ich getauscht, da war so eine Motorola drin. Habe ich jetzt einfach mal gegen eine Bosch getauscht. So. Haben wir noch Hauptbremszylinder, der ist auch neu mittlerweile. Machen die Bremslichtschalter noch ein bisschen zicken. Machen das Bremslicht ständig an. Gucken, neues Zündgeschirr gibt es hier. Neue Verteilerkabel, das Zündkerzen, das ist ja Usus. Hier nochmal, was im Motorraum bisher so passiert ist. Das sieht ja teilweise schon recht annehmbar aus. Hier die rechte Seite, da ist noch nicht viel passiert. Und da ist auch ja der nächste Spaßfaktor, der auf mich wartet, die Spritleitung ist irgendwo unter dem Batteriekasten da unten, hat es zerlegt. Diesen Fritzen am Auto, ich kann den jetzt auch nicht laufen lassen länger, nur kurzzeitig. So, was ist gemacht? Zahnriemen habe ich drauf, Keilriemen habe ich drauf, Zwischenwelle hat vorne ein neues Lager gekriegt. Die war ja irgendwie total schwergängig, sodass der Zahnriemen übergesprungen ist. Hier die ganze Front ist lackiert. Oben der Schlossträger einmal. Ich hoffe, der Farbton passt jetzt. Sieht immer noch ein bisschen zu orange aus im Gegensatz zum Motorraum. Mal schauen wir mal. Frontmaske sieht auch schon ganz gut aus. Da war mal die kleine Beule. Oder die habe ich ja da reingemacht, um die Zwischenwelle rauszukriegen. Ist mittlerweile auch lackiert, sieht man eigentlich gar nichts mehr von. Da sieht es auch schon ganz gut aus. Ich denke, dass der Längsträger mal komplett schwarz war. Naja, Kabel sauber gemacht, neues Hosenrohr gab es. Am Anlasser haben wir so ein bisschen Schönheit gemacht. Jetzt nur so schlecht. Ja, Krümmer, naja, der wird sich noch wieder frei brennen. Ansonsten kommt schon so langsam ein bisschen Glanz in die Hütte. Habt ihr ja mitgekriegt, dass ich hier schon fix poliert habe. Mit dem Dach weiß ich eben noch nicht so ganz genau, was ich mache. Da sind noch so ein paar Stellen. Wenn wir mal genau hinsehen. Das ist nicht schön und das muss irgendwie das weg, das hilft nichts. Sonst will man ja auch nicht durch die Gegend fahren, oder? Windschutzscheibe, gut, den hätte ich mal auch noch rausnehmen müssen. Denn unter der Dichtung waren so ein paar unschöne Sachen da. Der Kotflügel hier links sieht zwar von Weitem ganz schön entfernt aus. Eigentlich ganz gut, aber der ist leider völlig verbeult und da hinten hinterm Radlauf auch fies gespachtelt. Den werde ich definitiv noch runternehmen. Ja, und so sah das ganze Auto mal aus. Fiesester Bewuchs. Ein Kunstwerk für sich. Noch
die Visitenkarten. Autoexport, Kauf für Auto. Ja, gut, dass er es nicht gemacht hat. Auch schon etwas Land eingekehrt. Aber da gibt es auch noch Stellen, da wartet noch Arbeit. Im Gegensatz zu den Stellen, wo die Arbeit schon gemacht ist. Ich nehme das Auto gleich nochmal auf die Bühne, dann können wir von unten nochmal gucken. Im Innenraum hat sich jetzt noch nicht viel getan. Da geht's auch nur los. Toi, 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 die Sitze, die sehen noch echt geil aus. Das hat also richtig Gesicht. Mit dem Grund, warum ich das Ding überhaupt gekauft habe. Wenn die hinüber gewesen, Feierabend. Da muss ich noch bei. Fielten erstmal alle Relais, Kraftstoffpumpenrelais musste ich neu machen. Lief er jetzt gar nicht. Armaturenbrett ist auch, ja, hinüber, was soll man denken. 17 Jahre draußen in der Sonne. Also das wartet noch so ein bisschen Arbeit. Über Weihnachten werde ich nicht fertig werden. Sieht das gut aus, ne? Ist auch schon was passiert. Irgendwann ist so ein bisschen sauber gemacht. Neue Simmerringe, neuen Stirndeckel, weil die Schrauben verkorkt waren. Den Block habe ich lackiert. Neuen Motorlager gab's. Na, man kann damit schon langsam vor die Leute gehen. Ja, was habe ich noch im Angebot? Bremse vorne. Hier unangetastet. Staubschutzblech ist krumm. Stand der Wagen drauf, ohne Räder. Schrottplätze sind da halt immer recht. Schmerzbefreit, einfach los und gut. Sie dreht erstmal frei, das ist wichtig. Und das gucke ich mir an. Das ist halt Standard. Hier noch zu sagen, ja, Türen, muss ich gucken. Sehen teilweise gut aus, teilweise haben sie ein bisschen Macken unten. Schweller, die übliche schwarze Scheiße drauf. Auch das werde ich noch wegkriegen. Sonst ist unten soweit nicht viel passiert hier. Neuer Auspuff und der Rest ist halt schwarz. Kennt man ja, alles schwarz. Da laufen die Spritleitungen, die ich neu machen darf. Zack, 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 zack. Bis sie denn da irgendwo verschwinden. Und da kommt schon das Hosenrohr. Na, gucken wir mal, wie das was wird. Ja, wo ich lange mit beschäftigt war, beide Seiten, die Radhäuser, Schwellerenden, kann man, glaube ich, gelten lassen wieder. Stopfen muss noch wieder rein, aber da muss ja auch noch ein bisschen Wachs rein. Von außen sieht das Ganze dann so aus. Ja, und hier ist bisher richtig viel Zeit auch schon reingeflossen. Wie gesagt, die Achse war beim Sandstrahlen lackiert mit Pur 15. Ein Spritfilter, Handbremsseil neu, die Bremsenteile alles neu, klar, die Achslager neu, Auspuff ist komplett neu.
Nicht zuletzt der Tank, den sie auf dem Schrottplatz angebohrt hatten. Den musste ich auch tauschen. Das war ja mit der eine der ersten Aktionen, damit ich den Motor überhaupt mal testen konnte. Stoßdämpfer habe ich noch zu Hause liegen. Haben natürlich auch mit neu. Es gibt halt auch noch so Stellen, da wartet noch richtig Arbeit auf mich. Herzlichen Glückwunsch. Hier die rechte Seite habe ich schon mal entblößt gehabt. Ja. So viel zum Thema rostfrei und alles gar nicht so schlimm. Naja, Endspitze halt ist vom Prinzip her schon fast Standard. Nervig ist es trotzdem. Andere Seite sieht nicht besser aus. Hinzu kommt, dass der Vorbesitzer da alles voller Filzteppich geklebt hat innen drin. Was natürlich die Feuchtigkeit wahrscheinlich richtig schön eingezogen hat, festgehalten hat. Kann man, oder? Kann man auch. Heckblech ist noch schwarz. Gucken, wie es wird. Dafür sieht die Heckklappe schon ganz gut aus. Einmal überpoliert. Nicht so viel Arbeit wird mir hier das mit dem Tankstutzen machen. Das sieht bisher sehr gut aus. Hat ja auch wenig Spritzwasser abgekriegt, das stand ja nur. Die Plastikverkleidung werde ich nochmal rausnehmen. So, damit mir nicht langweilig wird die Tage, gab es heute ein bisschen Nachschub. 8 mm Bremsleitung aus Stahl. 2x5 Meter. Daraus werde ich mir dann mal meine Spritleitung basteln. Ja, das ist der aktuelle Stand. Im Mai wollte ich fahren, wollen wir mal gucken. Reichlich Arbeit, packen wir es an. Bis die Tage, man liest sich. Ciao.